Sehr geehrte Frau Landesrätin, herzlichen Dank, dass Sie ein paar Sekunden für uns Zeit haben, für On the Grid. Und vielleicht ein paar Worte zur heutigen Veranstaltung. Das ist ein Food-Symposium, das bereits zum dritten Mal in Graz stattfindet, also die Chef-Days, wo es Rolling Pin gelungen ist, wirklich Großartiges auf die Beine zu stellen, wo wir aus dem In- und Ausland Spitzenköche und die Gastroszene bei uns in Graz begrüßen können. Also eine Freude für mich als Tourismuslandesrätin heute dabei zu sein. Ich glaube, von den vielen Anbietern, sind eine ganze Reihe von heimischen Anbietern, ist ja auch eine, muss man sagen, ein großes Vertrauen in die heimische Wirtschaftspolitik, dass sie in der Lage sind, auch auf gleicher Augenhöhe anzubieten. Gibt es dazu die Fortführung oder welche Beschlusslage ist derzeit da? Gerade in der Kulinarik spielen regionale Produkte eine Riesenrolle. Und wir haben im Land Steiermark und auch mit einem Landtagsbeschluss bereits uns vorgenommen, dass wir vor allem das Bestbieterprinzip forcieren möchten, anstatt des Billigbieterprinzips. Das heißt, dass nicht der Billigste zum Zug kommt, sondern dass man eben auch regionalen und kleineren Betrieben mit Kriterien im Rahmen des Bestbieterprinzips eine Chance geben kann. Auch als Steirer, muss ich sagen, höre ich das natürlich gerne. Betrifft der Wirtschaftspolitik ist es natürlich sehr früh, schon Fragen zu stellen, aber gibt es da vielleicht die eine oder andere Anmerkung, was sich ändert, was fortgesetzt wird? Ich übernehme Gott sei Dank ein gut aufgestelltes Ressort und werde sehr vieles so weiterführen können, wie es bis jetzt vorbereitet ist. Selbstverständlich ergeben sich aber schon jetzt auch Schwerpunkte, die sich herauskristallisieren. Ich denke beispielsweise, dass wir im Bereich Breitbandausbau noch ordentlich Gas geben müssen. Das ganze Thema Digitalisierung der Wirtschaft, das wird auf uns zukommen und da müssen wir rechtzeitig vorbereitet sein und dabei sein, damit unsere Betriebe auch weiterhin hier international mithalten können. Dann sage ich recht herzlich Danke. Toi, toi, toi. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.